Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch immer noch mit leicht angeschlagener Stimme zurück hier zu Guild Wars 2. Wir haben es im letzten Part endlich aufs Diessa-Plateau geschafft und ja, schauen uns hier direkt mal rum. Also nach rum schauen wir auch, aber schauen uns erstmal um und gucken, wo wir helfen können. Bevor wir aber direkt reinstarten, hier hinten habe ich vorhin schon auf der Karte gesehen, ist irgendwo wieder so ein Aussichtspunkt. Wo versteckt er sich? Wartet mal. Ja, ganz da hinten, deswegen. Den nehmen wir doch direkt mit, bevor wir nämlich loslegen. Können wir direkt den Aussichtspunkt mitnehmen, dann vergessen wir den auch nicht. Hallo, guten Tag. Wo mag das sein und wie kommen wir da wieder hin? Ah, ich sehe da das nächste kleine Sprungrätsel auf uns zukommen. Moin. Ach, guck mal da oben. Das sieht jetzt gar nicht so schlimm aus zu erreichen, muss ich sagen. Oh, guck mal, selbst die kleinen Welpen sind hier am Rumrennen. Moin. Das scheint wohl wirklich nicht zu kompliziert zu werden. Hier lang, hier übers Zahnrad und schwuppdiwupp sind wir schon da. Ist das die Kanalisation oder was sehen wir hier? Ja, nee, ich glaube, hier stinkt es eher. Ich glaube, das ist bestimmt die Kanalisation der dicken... Keine andere Erklärung. Woher sonst soll dieses Ding kommen? Aus deinem Po. Ja. Wie geht's? Singt ihr auch manchmal aus eurem Po? Ihr könnt ruhig ehrlich sein. Also ich würde lügen, wenn ich noch nie aus meinem Po gesungen hätte. Das ist durchaus schon vorgekommen, ja. Ich glaube, da können wir uns alle... Das ist auch natürlich. Ja. Das ist natürlich, das ist so, das passiert. Hier geht's doch 100% schon ins nächste Gebiet, oder? Vor allem sieht das hier kalt und schneeig aus. Will nur eben kurz gucken. Das ist eh noch abgeschlossen, aber hier geht's 100... Da. Nee, noch nicht, aber geil. Ach, ich freue mich auf das Schneegebiet. Generell, ich habe das zwar alles schon ja mal gesehen, aber es ist auch so lang wieder her und irgendwie bockt es, das alles erneut wieder zu erkunden. Wie gesagt, diesmal, es wird durchgezogen, es wird auf jeden Fall nicht abgebrochen. Es kann halt sein, dass es gelegentlich mal längere Pausen gibt, habt ihr ja gesehen, weil das ist hier wirklich mein, wenn ich gerade mehr Zeit habe, dann geht es hier weiter, Projekt, ne? Aber ich breche es auf jeden Fall nicht ab, egal wie lange es dauert. Und wenn die Server irgendwann nicht mehr funktionieren, ist mir egal. Dann mache ich meinen eigenen Server auf. Mit Blackjack und, ist auch egal. Das wird jetzt durchgezogen. Ich will das alles mal erleben. Und mit eurer Hilfe an eurer, also mit euch an meiner Seite, mit eurer Hilfe wird das schon gehen. Vor allen Dingen bei Kay bin ich mir sicher, mit seiner Unterstützung wird das schon. Ja, wer auf jeden Fall mal Bock hat, es wird diese Momente geben, wo wir gemeinsam was machen müssen, weil ich irgendwelche Quests alleine nicht hinkriege oder so, oder zu dumm bin oder zu schlecht. Und in dem Fall werden wir es auf jeden Fall dann auch gerne irgendwie so in Streamform dann machen, diese Parts. Kommen auch auf YouTube hier. Aber dann machen wir so einen Streamabend oder so, wo man dann gemeinsam zusammendaddeln kann. So, jetzt reden wir mal mit ihm hier. Es wäre nicht übertrieben zu sagen, dass diese Straße ein umkämpftes Gebiet ist. Ab und an haben wir Schwierigkeiten mit den Separatisten, die unsere Versorgungswege abzuschneiden versuchen. Manchmal ist es einfach nur lästig, manchmal aber auch richtig gravierend. Kann ich euch irgendwie helfen? Diese diebischen Separatisten haben die Straße in ein Minenfeld verwandelt. Wenn ihr helfen wollt, kümmert euch um die Rebellen und entschärft die Minen und bringt mir jeden Metallschrott, den ihr findet. Gerne doch. Was ist denn das für, was für Metallschrott brauchst du denn? Die Trümmer vom ersten Angriff liegen immer noch auf der Straße. Nichts wirklich Wertvolles, aber ich will vermeiden, dass diese Menschen uns noch mehr klauen, als sie schon getan haben. Schrott oder nicht. Alles klar, also Minen entschärfen, übergebliebene... Geister vertreiben, beziehungsweise Separatisten vertreiben, also normale Menschen, die leben hier noch, wie man sieht. Guck mal, da ist so ein Techniker, der hier die Minen hinlegt. Ja, ja, ich hab's genau gesehen, Bruder. Und schön stecken. Hat er sich mit seiner eigenen Mine in die Luft gejagt. Toll. Also ich kann die Landminen entschärfen. Kann ich die auch einfach wegschmeißen, oder was passiert jetzt? Und dann kann ich sie wieder platzieren. Ich will sie aber eigentlich gar nicht wieder platzieren. Eigentlich will ich sie nur entschärfen. Oh. Oh, ich glaube, ich kann sie auch einfach fallen lassen. Das geht, glaube ich. Wenn ich die nehme und jetzt einfach hier den drücke, dann ist der Gegenstand einfach weg. Dann muss ich ihn auch nicht nochmal neu hinsetzen. Okay. So machen wir das. Weiter geht's. Noch ein paar Landminen entfernen. Zack. Ein paar Trümmer durchsuchen, auch in dem restlichen wertvollen Kram, den es noch so gibt. Lasst ihr mal hier die Kollegen in Ruhe, Leute. Ich hab das genau gesehen. Ihr habt hier schon für genug Unheil gesorgt. Ich werde euch vertreiben. Bam. So,
So, eine weitere Landmine und entschärfen. Ilü. Und entschärfen. Packen wir es an. Oh, Jemine. Den hat es aber auf jeden Fall gleich doppelt zerhauen. So. Nee, ich wollte eigentlich den Typen looten, aber ist okay. Ein paar Trümmer durchsuchen. Den Kollegen wiederbeleben hier. Wir wollen ja nicht, dass hier Leute rumliegen. Das geht so natürlich nicht. Sehr schön. Freunde, hier ist gut. Mega süß. Jülü. Flüchtlingswegweiser, den stellen wir auch wieder auf, ne? So, guck mal. Wohltäter. Läuft bei mir. Was sind das? Flammenlegion-Portal, okay. Das sagt mir so jetzt tatsächlich gar nichts. Was liegt hier noch rum? Ich brauche noch mehr Minen und so. Oder noch ein paar von den Separatisten. So, ein Wegweiser, den bauen wir auch wieder auf. Sehr schön. Dem Flüchtling helfen wir auch mal eben noch auf. Wir sind ja Wohltäter hier, ne? Deswegen. Mach dich wieder auf den Weg, ne? Bin für dich da. Kann ich dich eigentlich zähmen? Ach, wie war das denn nochmal? Kann ich dich nicht auf... Du siehst gefallen auf. Kann ich wohl gar nicht mehr heilen. Schade. Das tut mir leid. Da ist ein Separatistenprügler. Ja. Sehe dich ganz genau, mein Freund. Oh, ja, ja. Zack. Tschüss. Loot. Und weg bist du. Oh, weiter geflüchtet hat es nicht geschafft. Oh, war ich zu langsam? Was ist hier los? Dich kann ich aber noch wiederbeleben. Wunderbar. Nee, Mann. Ich wollte den Flüchtling wiederbeleben. Wie geht das nicht? Ich gehe mal weiter hier lang. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Route ist. Ich glaube nicht. Hier ist schon ein neues Event in der Nähe. Da vorne ist auf jeden Fall jemand, der uns nochmal wieder sagen kann, was ist ja auch Alter, was geht mit ihm denn ab? Fliegt er mit so einer Kugel lang? Sah schon ganz cool aus. Hier ist ein weiterer Flüchtlingswegweiser. Das heißt, der Weg ist doch der richtige. Nageling wird angegriffen. Wir brauchen eure Hilfe. Ja, ich kann gerade nicht. Das Anwesen ist berühmt für seine ungewöhnlichen Viehzuchtmethoden. Dort müssen die Kühe Wettrennen austragen und erhalten merkwürdiges Futter. Mhm. Südlich des Gehöfts gibt es ein kleines Versteck der Separatisten. Sie schicken oft Agenten, um das alltägliche Leben rund um Nageling zu stören. Einer der Dorfbewohner war so sauer darüber, dass er mit seinem ganzen Garten aus dem Ort weggezogen ist. Das ist ja nicht so schön zu hören. Wir gehen eben erst nochmal zurück und machen die eine erste Herzchenaufgabe zu Ende. Und dann ist direkt daneben noch eine. Die machen wir dann auch noch und dann dringen wir weiter hinein in das Gebiet. Es wird auch langsam Nacht. Heißt, neue Landminen wurden platziert. Die räumen wir eben weg. Und dann haben wir es, glaube ich, auch gleich. Und dann mache ich für heute nämlich erstmal einen Break. Auf dass ich meine Stimme noch etwas wieder erholen kann. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall hoffentlich nächste Folge schon mit ein bisschen besserer Stimme wieder. Und so werden wir es machen. So, abgeschlossen. Was wird denn jetzt hier erzählt? Die Separatisten können einem mit ihren ständigen Explosionen ganz schön auf die Nerven gehen. Dank eurer Hilfe machen die Burschen uns das Leben jetzt nicht mehr so schwer. Ihr habt uns tatsächlich für ein Weilchen Frieden beschert. Bin froh, dass ihr auf unserer Seite seid. Tiger Krimklinge. Du immer gerne, ne? So, damit hätten wir die Aufgabe. Dann gehen wir mal in diese Richtung, glaube ich. Ja, einfach weiter geradeaus in this direction. Da finden wir direkt den nächsten. Und gucken mal, wo wir da helfen können, nicht wahr? Unterwegs werden wir noch eben hier die paar Bäumchen fällen. Der gute Gummo-Schößling hier wird eben von meinen Drachen kaputt genossen. Ist schon süß. Ist schon süß. Früher hatte ich so eine Feueraxt und so. Das war auch ziemlich cool auf meinem anderen Account. Aber irgendwie ist der einfach lost.
Keine Ahnung. Ich habe mir das alles bei Steam nochmal neu organisiert, weil ich halt ein Dödel bin. Keine Ahnung. Aber ist doch egal. Für die Eisenlegion. Ich beschwere mich ja nicht gerne, aber von morgens bis abends und dann wieder von abends bis morgens Geister zu töten, wird langsam eintönig. Wir verbrennen und versengen sie 24 Stunden am Tag. Verbrennen und versengen? Was soll das heißen? Sie töten, so töten wir die Geister. Wir zünden ein paar Fackeln an, um die schwatzhaften Schatten ins Freie zu locken, wo wir sie sehen können. Dann heißt es zustechen und aufschlitzen. Lebt wohl, ihr Banshees. Guter Plan, ich zünde mal ein paar Fackeln an. Also, wir müssen Fackeln anzünden und Geister platt machen. Das kriegen wir wohl hin, ne? Das ist ja wohl eine unserer leichtesten Übungen. Wir sind ganz schön viele Geister, will nichts sagen, ne? Zack. Das reicht wohl noch nicht. Also, den kann ich noch nicht angreifen, ne? Doch. Doch, geht. Find's ja gut, wenn die sich nicht bewegen. Damit kann ich arbeiten. Dann kann man sie schön einfach wegmachen. So lobe ich mir das. Einfach nicht wehren. Das ist gut. Ich hab da ein ungutes Gefühl, was sich da links neben uns abspielt. Ah, okay, nee, das ist einfach nur eine Person. Alles gut. Moin. Oh, der ist aber jetzt. Der wollte sich ein bisschen bewegen. Da hat sich auch gedacht, nö, jetzt gibt's aufs Maul. Hab ich genug rumgestanden. Sollen wir mal noch ein paar Fackeln anzünden? Ne, sind ja nur einige. Eine Fackel. Oh, ein bisschen Licht hier im Wald, ne? Sicher ist sicher. Zack. 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 Wir rennen hier mal durch und zünden Fackeln an. Was ist das mit den Trümmern? Oh oh. Ich habe Trümmer verrückt und dabei einen Askanon Kämpfer rausholt. Ey, hör auf zu blocken. Was ist mit dir denn los? Feigling. Stell dich dem Kampf. Zack. So, noch eine Fackel. Hier sind auch noch ein paar Fackeln. Fackeln ohne Fackeln. Fackeln ohne Ende. Wichtig ist nicht lange rumfackeln, sondern Fackeln anzünden. So. Okay, weiter geht's. Hallo, kleiner Geist. Lass mich. Gibt recht. Lass mich dich töten. Ja, ich werde dich töten. So. Bin ich nicht süß? Komm, ihr dürft ruhig sagen, wie süß ich bin. Guckt euch das nochmal an. Ich bin so schnüffelig, knuffelig, knuffelig. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Warum ich das jetzt gerade so mittendrin einfach droppe, ich weiß nicht. Ist mir halt einfach nur aufgefallen, wie cute ich bin. So, Aufgabe erledigt und direkt ein Schnellreisepunkt hier. Was willst du denn mehr? Das läuft bei uns. Wir haben einen sogenannten Lauf. Nein, wir sind nicht läufig, auch wenn das vorhin sich anders dargestellt hat. 8 Heldenpunkte und wir dürfen Währungsumtausch. Bitte? Ah, okay, alles klar. Ich weiß schon Bescheid. Dann können wir nämlich die Ingame-Währung gegen die Echtgeldwährung. Das ist irgendwie alles Unsinn für uns, oder? Akt des Humpelns umtauschen. So kann man sich dann in-game die Echtgame-Währung erarbeiten. Ich grüße euch herzlich. Beispielhafte Leistung. Lunani, ihr versteht euch wahrhaftig auf die Geisterjagd. Meine Soldaten wetteifern schon miteinander, um es euch gleich zu tun. Aber ihr habt die Messlatte ganz schön hochgelegt. Zalwachs Bruchklaue. Du, immer gerne, ne? Immer gerne. Jetzt lasst uns mal schauen. Gibt es mehrere Möglichkeiten. Wir könnten in diese Richtung nochmal am Rand gucken, was da noch so ist, weil das Gebiet geht zumindest hier noch lang. Oder wir gehen jetzt mal ein bisschen... Wir gehen, glaube ich, mal ein bisschen weiter hier rein. Da ist das Nächste. Helft den Bauern. Ich würde so gern Markierungen setzen. Es wäre so nice, wenn ich einfach hier so einen Ingame-Marker setzen könnte. Vielleicht gibt es da einen Mod für oder so, bei der Map oder so. Ich habe das schon mal gefragt. Irgendjemand hat mir auch erzählt, dass man kann nachher Markierungen setzen, aber nicht so, wie ich mir das wünschen würde, ne? So, am besten dann auch noch mit Ingame-Weg in diese Richtung musst du laufen. Da gibt es bestimmt einen Mod für. Bin mir sicher. Ich werde das mal ergoogeln. In einem der nächsten Male. Es wird dauern. Es wird nicht nächstes Mal sein, das weiß ich. Aber einem der nächsten Male werde ich bestimmt dran denken, weil ich jedes Mal wieder da sitzen werde und denken, ah, ich würde so gerne einen Quest-Marker, einen eigenen Marker auf die Map setzen. Das muss doch gehen. So, ich glaube, wenn ich jetzt gleich clever bin, werde ich sofort... Gucken, wenn ich hier fertig bin. Was ist hier los?
Gruppenübung abgeschlossen. Vollführt ein Hornschlag gegen eine Übungsgruppe. Was ist denn hier los? Gute Vorstellung. Wir kommen gleich zur nächsten. Was genau passiert hier? Bin mir nicht so sicher. Irgendwas geht hier ab. Aber ich weiß nicht was. Ach, hier sind mehrere Leute, die in Kühe. Also er ist auf jeden Fall in eine Kuh verwandelt worden. Das machen wir auf jeden Fall noch, aber da sind wir, glaube ich, gerade zu spät. Das hat schon begonnen. Da kann man sich selber in einen Bullen oder in eine Kuh verwandeln und kann dann da mitmachen. Das klingt nach etwas für uns, nicht wahr? Ich wäre zwar gerne oder lieber ein Fuchs, aber im Notfall bin ich auch gerne mal eine Kuh. Ne? Man muss alles mal ausprobieren. Auch wie es ist, eine Kuh zu sein. So. Mann, bist du fett. Greifst du mich eigentlich an oder muss ich dich angreifen? Wir werden es nie erfahren, denn ich habe ihn jetzt einfach angegriffen, weil ich neugierig war. Alter, ich geht's. Können wir mal an ihm vorbeigehen? Ich denke, er wird uns angreifen und... Ja. Deswegen ist er ja auch rot, ne? Nur die Gelben und die Grünen greifen uns nicht an. Dö. Ein Viehzüchter, den hat's umgehauen, vor lauter Freude, dass er auch diesen riesigen Wurm gesehen hat. Verstehe ich. Kann ich gut nachvollziehen. So, Wegpunkt eingenommen. Und nun schauen wir mal, was wir machen sollen. Hier wird sich auf jeden Fall liebevoll ums Vieh gekümmert. Oh, voll süß. Hallo. Was ist denn los hier? Stinkende Kuh. Oh Gott. Die Arme. Ich habe das Gefühl, ich muss sie waschen. Oh, schauen, was hier abgeht. Also, moin. Die Legion ruft. Ihr werdet auf dem gesamten Dissau-Plateau kein weiteres Anwesen mit einer eigenen Kuhrennstrecke finden. Manche unserer Rinder kommen zum Schlachter, die anderen werden für die Rennen trainiert. Sind euch die Insekten auf dem Anwesen aufgefallen? Insekten? Wir verfüttern sie an Kühe. Die sind ganz vernarrt in sie. Man könnte sagen, sie sind unsere geheime Zutat bei der Aufzucht von Singern. Von Siegern. Das Kuhrennsingern, Alter. Kann ich irgendwas tun, um zu helfen? Würdet ihr den Kühen gerne ein paar Insekten zu fressen geben? Klar. Wenn ihr euch der Herausforderung stellen wollt, nehmt einfach irgendein Glas vom Anwesen und fangt damit Waldraupen. Danach bietet ihr die Raupen den Kühen an, bis ihr eine findet, die sie fressen möchte. Ich werde das mal versuchen, ne? Oh, jetzt erstmal noch nicht, das jetzt auf Zeit. Ich habe keinen Bock auf Zeit. Ich soll hier auf jeden Fall helfen. Generell noch irgendwas zu tun. Was ist mit euren Rindern von dem Anwesen? Wir haben die Mürre schon rausgetrieben, damit sich ihre schlechte Laune nicht auf die anderen Kühe überträgt. Deshalb gilt für die Stinkenden, ich schwöre, dasselbe gilt für die Stinkenden, ich schwöre, ich kann förmlich sehen, wie der Gestank von ihnen abfällt. Jetzt, okay, wir kümmern uns jetzt erstmal drum. Also, man kann das auch ohne Zeit machen, also wir können so ein Insektenglas nehmen. Dann können wir mit, nee, was steht da? Dieses dreckige Gefäß gilt offenbar... Ich muss das wohl mit Zeit machen. Na gut, dann mal los. Probieren wir es mal. Okay, los geht's. Also ein Glas. Na, wie fütter ich denn jetzt? Abschwingen. Du möchtest nicht. Ist hier irgendwo eine Kuh, die Bock hat? Hungrige Kuh oder so? Ja, geilo. Das hat wohl geklappt. Voll gut. Weiter geht's. Muss ich jetzt einfach noch mehr machen? Oder war es das jetzt schon? Ah, jetzt war es schon. Okay. Bist du jetzt zufrieden? Raus damit. Geil, muss das jetzt. Aber warum ist das auf Zeit? Das war früher, war das nicht auf Zeit. Da bist du hier einfach nur rumgelaufen und hast halt gemacht, was man so macht. Ist eine Waldraupe. Oh. Hier kann ich jetzt zum Beispiel den Wassereimer nehmen. Dann kann ich Wasser auffüllen. Ich kann hier Wasser. Also man kann auf jeden Fall Kühe sauber machen. Man kann sie füttern. Man kann diese Käfer eigentlich verfüttern. Wir werden uns auf jeden Fall um alles kümmern. Aber das machen wir erst nächstes Mal. Denn jetzt, meine Lieben, machen wir erstmal einen kleinen gemütlichen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte wie immer ein kleines Däumlein da.
Kommentare und Feedback sehr, sehr gerne unterm Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch ganz viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.